Wenn man versteht, wie sich vertebrale Dysfunktionen oder chiropraktische Subluxationen auf den Körper auswirken, weiß man auch, dass Chiropraktiker nie direkt Rückenschmerzen behandeln. Was sie tun, ist insgesamt viel größer als das. Unser Gehirn liest bei jeder kleinsten Bewegung alle Informationen im Körper aus, die ihm helfen zu verstehen, wo wir uns im Raum gerade befinden. Vertebrale Dysfunktionen wirken sich hierbei wie fehlerhafte Dateien auf unserem Computer aus. Irgendwie kann man sie öffnen, aber sie lassen sich nicht richtig entschlüsseln. Wie auf dem PC verbraucht das Verarbeiten der Dateien dann mehr Rechenleistung als normal. Wozu das führen kann, zeigt eine Studie aus dem Jahre 2013. Forscher konnten mit dem Institut der Technologie von Ontario beweisen, dass funktionsgestörte Wirbelgelenke zu verlangsamten Stabilisationsreflexen im Körper führen. Diese sind unglaublich wichtig, damit wir uns bei Bewegungen nicht verletzen. Würden diese nämlich nicht vorhanden sein, könnten Stöße und falsche Bewegungen unser gesamtes Bewegungssystem, bestehend aus Bändern, Muskeln, Knochen und Bandscheiben, schädigen. Wenn wir also mit vertebralen Dysfunktionen stolpern, kann unser Gehirn die nötigen Informationen für schützende Reflexe nicht schnell genug abrufen und die dabei entstehenden Kräfte werden nicht ausreichend abgefedert. Dadurch entstehen Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen. Das ist einer der primären Gründe, warum Chiropraktiker nicht mit Schmerzen arbeiten. Denn die eigentlichen Störungen des Gehirns können hierbei überall in der Wirbelsäule liegen und sind nicht nur auf die schmerzende Stelle begrenzt. Sind diese aber behoben, kann unser Körper wieder optimalen Schutz garantieren und der schmerzende Rücken kann heilen.